So, auf der rechten Seite kommt jetzt unser Stausee, unser Mangena-See. Die Zeit könnte gut sein. Oft nutzen die Krokodile nur den letzten Sonnenstrahl des Tages, um sich aufzuwärmen, sich vorzubereiten für die Jagd auf Nacht. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Aber im Gegensatz zu den Säugetieren müssen sich Reptilien aktiv in die Sonne legen, um ihre Körpertemperatur zu erhöhen und genauso andersrum ins Wasser gehen oder in Schatten gehen, um die Körpertemperatur zu verringern. Ganz wichtig, und deswegen liegt unser Krokodil auch jetzt in der Sonne. Sie sind nämlich nachtaktiv, sie jagen in der Nacht, sie jagen zum größten Teil übrigens auch Fische. Und deswegen generiert das Krokodil jetzt eine Körperwärme, um fit zu sein für die Nacht, für die Jagd.